Zitat, der Urgrund der Arzneien ist die Liebe. Also mein Lieblingsausspruch ist die Heilkunst, und zwar ganz bewusst Kunst und nicht Kunde, ist der rechte Umgang mit den Dingen der Natur. Paracelsus sagt, aus allen Dingen lässt sich eine Quintessenz scheiden, nur nicht aus dem Menschen, denn die ist ganz nahe bei der Seele. Der Mensch ist des Menschen Medizin. So dachte und handelte der Arzt und Gelehrte Paracelsus. Seine Lehren, in denen die Natur eine bedeutende Rolle spielt, erleben heute eine Renaissance. Kräuterheilkunde war mir schon als Jugendliche vertraut, habe Kräuter gesammelt und wusste, dass ich Naturheilmedizin bezogene Art und Weise ausüben werde. Wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die sogenannte klassische Schulmedizin einen etwas anderen Zugang pflegt. Es scheint, als hätte die heute praktizierte Schulmedizin den Blick auf das Ganze des Menschen verloren. Für den Internisten und Anthroposophen Thomas Meisermann ist das Lernen von und aus der Natur ein wichtiger Bestandteil seines Berufes. Wirklich Arzt sein, das lernt man nicht aus der Theorie heraus, sondern das lernt man mit einer praktischen Anschauung der Welt und des Menschen. Und diesen Schritt, ergänzend natürlich zu den herkömmlichen universitären und Krankenhausausbildungen, diesen Schritt, den muss man gehen, wenn man heute ganzes Mediziner sein will. Nämlich wirklich auch die Natur beobachten, Naturprozesse beobachten, mit einem verfeinerten Sinn und auf der anderen Seite auch den Patienten beobachten. Also das, was ich grundsätzlich bejahen kann, ist, dass sicherlich die Phänomene der Welt sprechende Zeichen sind für dahinter steckende Wirkkräfte. Dahingehend sind wir auch in einer gewissen Nachfolge von Paracelsus und verstehen die anthroposophische Therapierichtung auch als eine weitergehendes Weges, den Paracelsus begonnen hat. Warum sind überhaupt Pflanzen Heilmittel? Oder warum sind andere Dinge aus der Natur, zum Beispiel Mineralien, Heilmittel für menschliche Erkrankungen? Und da hat Paracelsus ja diesen Blick gehabt, dass eigentlich der Mensch ein zusammengefasster Makrokosmos ist. Der Mensch ist als Wesen eine Art Mikrokosmos, der die gesamte Welt und inklusive also der astronomischen Welt in sich zusammenfasst. Und die Welt da draußen, das ist eben der Makrokosmos. Das Höchste, das wir Ärzte an uns haben, ist die Kunst. Nachfolgend, das dem gleich ist, ist die Liebe. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Helfen aber, Nutz sein, ist des Herzens Amt. Im Herzen wächst der Arzt. Nach diesen Grundsätzen des Paracelsus übt eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten am Kaiser-Franz-Joseph-Spital in Wien ihren Beruf aus. Also das erste Mal, wo ich mit Paracelsus richtig in Berührung gekommen bin, war am Anfang eines Studiums. Ich bin nur auf seinen Leitsatz gestoßen. Und der hat mich so fasziniert im Sinne, dass so quasi der höchste Grad der Arznei die Liebe ist und dass die mehr oder weniger im Arzt innewohnt und ohne Liebe gibt es keine Ärzte. Und der Leitspruch ist eigentlich mein Leitspruch geworden, nach wie vor. Und ich versuche die ärztliche Tätigkeit eigentlich auch danach zu leben. Auch ein Grund, warum die Primaria die Gruppe Ein Herz, gegründet von jungen Medizinern, eingeladen hat, in ihrer Abteilung mit den Patienten zu arbeiten. Die Medizin, von der ich träume oder wahrscheinlich auch viele meiner Freunde bei Einherz träumen, ist eine Medizin, die den Teamgeist fördert untereinander, eine Medizin des Miteinanders, eine Medizin der menschlichen Begegnungen, die auch Nähe zulassen kann, wenn es möglich ist, und eine Medizin, die die Freude und die Begeisterung, dieses Prickeln am Dienen für die Menschen entdeckt und einfach mit Herz Ärztin oder Arzt oder Pflegerin, Pfleger, wie auch immer, für die Menschen da zu sein. Also Paracelsus ist für mich persönlich eigentlich eine vorbildliche Arztgestalt. Er war ein sehr mutiger Arzt, er war ein sehr ungewöhnlicher, unkonventioneller Arzt und er war stets ein forschender Geist. Und er hat also sich mit dem Traditionellen seiner damaligen Zeit überworfen und hat eben die Forderung aufgestellt und auch für sich selber erfüllen können, dass er eben zu einem vertieften Menschen- und Naturverständnis vorgedrungen ist. Und aufgrund dieser Fähigkeiten auch war er wirklich ein begnadeter Heiler und hat also da sehr große Erfolge bei Patienten erzielt in einer Zeit, wo also die Erfolge noch nicht so gut gesät waren in der Medizin.
Ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas wurde 1493 in Einsiedeln in der Schweiz Theophrastus von Hohenheim geboren. Unter dem Namen Paracelsus erlangte er Weltruhm. 1541 starb er in Salzburg. Ja, ist das Urbild eines modernen Menschen, der von einem inneren Suchdrang, von einem inneren Forscherdrang beseelt ist und der dazu auch bereit ist, ungewöhnliche Wege zu gehen. Paracelsus galt als einer der umfassend gebildetsten Gelehrten seiner Zeit. Seine legendären Heilungserfolge brachten ihm die erbitterte Gegnerschaft von Ärzten und Apothekern ein. Auf jeden Fall war das große Anliegen von Paracelsus und eben auch das große Anliegen der anthroposophischen Medizin ist nach wie vor, dass man den Menschen ganz ins Zentrum stellt. Und gerade dadurch, dass wir eben den Menschen auch als eine gewissermaßen Zusammenfassung der Evolution begreifen, haben wir einen ganz anderen ehrfurchtsvollen Zugang zum Menschen. Und Paracelsus selber hat den Mut gehabt, gegen ein schon über 1000 Jahre tradiertes Medizinsystem sich aufzulehnen und zu sagen, nein, man muss eben selber Wege gehen, um ein guter Arzt zu werden. Es genügt nicht, wenn man eben Hippokrates studiert oder wenn man Celsus studiert. Man muss selber eben Erfahrungen machen, man muss sich selber vertraut machen mit den Dingen, man muss forschender sein. Im Garten von Petra Zitzenbacher lernen Patienten heimische Heilpflanzen kennen. In ihrem Naturheilzentrum in Wien bietet die Allgemeinmedizinerin ganzheitliche Heilungsmethoden an. An und für sich ist der Körper genau der Spezialist. Der Körper weiß ganz genau, was er braucht. Und die Menschen haben einfach verlernt, diese Zeichen zu hören, wahrzunehmen und zu fühlen. Das Wichtige ist auch, dass man bei Heilpflanzen darauf achtet, dass man sie nicht ständig verwendet, weil es sonst die Wirkung einfach nachlässt. Und es wäre auch gut, ein Gefühl dafür zu entwickeln oder einfach nach dem eigenen Gespür zu arbeiten und die Pflanzen nach Gespür, nach Bedarf dann zu suchen und zu verwenden. Mhm. Pflanzen bieten eben die Möglichkeit, dass wir sie als Würzpflanze verwenden, als Heilpflanze oder auch als Gemüse. Brennnessel zum Beispiel ist eine Wildpflanze, die ich bei Nierenbeschwerden einsetzen kann als Tee. Und jeder von Ihnen kennt sie wahrscheinlich als Spinat oder als Suppe oder als Strudel verwendet. Das heißt, gerade Brennnessel ist eine Pflanze, die sehr viele verschiedene Aspekte abdeckt. Sie können auch gleich einmal kosten. Hier hat sie schon ihre Samenstände gebildet und man kann ohne weiteres eben diese Samenstände jetzt schon ganz frisch ernten und genießen. Oder man kann sie, wenn man sich verletzt zum Beispiel, wenn man sich am Band zerrt oder wenn man sich am Knie verletzt hat, oft sind das zum Beispiel so Schläge sind oder Ablagerungen im Knie, dann ist es ganz hilfreich, wenn man sich ein Brennnesselblatt nimmt und die betroffene Stelle einfach abreibt damit. Auch so kann man die Wirkung der Brennnessel genießen. Es ist wie eine Neuraltherapie. In der Naturmedizin oder Ergänzungsmedizin, wie ich sie betreibe, versuche ich durch die verschiedenen Behandlungsmethoden, die ich anwende, dieses Prinzip innen und außen für den Patienten sichtbar zu machen. Eine Möglichkeit wäre die Schröpfkopfbehandlung. Mit der Schröpfkopfbehandlung sehe ich auch als Behandelnder sehr gut, wo ist der Körper des Menschen aus dem Lot gefallen. Wenn man mal weiß, dass jede einzelne Zone, jeder Quadratzentimeter des Körpers mit inneren Organen verbunden ist, dass man Reflexzonen hat, dass sich die Hand, der Fuß, der Rücken, das Ohr im Körper widerspiegelt, kann man eben dieses paracelsische Prinzip des Innen und des Außens ganz gut zur Diagnose und auch dann zur Therapie und auch zur Motivation des Patienten recht gut einsetzen. Und das finde ich das Schöne, auch am paracelsischen Prinzip, dass er eigentlich schon vor vielen, vielen Jahrhunderten sich Gedanken gemacht hat, dass da andere Zusammenhänge eben zu finden sind und er auch Lösungsansätze gesucht und gefunden hat. Und für mich bedeutet das auch, dass ich versuche, diesen unterschiedlichen Ebenen gerecht zu werden und dass ich eben kreativ zuhören kann und dass ich einfach schon in der Fragestellung oder auch in der Beobachtung des Bewegungsmusters meines Patienten herausspüren und herausfiltern kann, auf welcher Ebene da eher eben der Ansatzweg zu suchen und zu finden ist. In Velden am Wörthersee stellt Günter Köhle Arzneimittel her. Sein oberstes Credo: im Einklang mit der Natur zu sein. Seine Arzneimittel nach paracelsischen Rezepturen entsprechen auch dem jahrhundertealten Erbe der traditionellen europäischen Medizin. Bei der Ernte spielt die Konstellation der Gestirne eine wichtige Rolle. Also wir ernten heute aus einem ganz bestimmten Grund. Es geht hier eben um das biodynamische Prinzip. Das heißt, zur richtigen Mondphase, zum richtigen Sonnenstand.
und zur richtigen Uhrzeit. Und man unterteilt es auch noch in Wurzeltage, Blättertage, Blütentage und Fruchttage. Und an diesen bestimmten Tagen, zu dieser bestimmten Zeit, trägt die Pflanze in diesen einzelnen Teilen die wirksamen Stoffe hochkonzentriert und mit all dieser Kraft und Energie, die eben von Gott und von der Erde ihr gegeben wurden. Manche Präparate brauchen einfach den Wildwuchs. Sie brauchen diese aufgesprengte Wachstumsweise und nicht in Zeilen gezogen. Also wenn man nach dem paracelsischen Gedankengut geht, befindet sich hier der gesamte Organismus des Menschen. In allen Zügen, in allen Facetten, in allen Lebenslagen und in allen Altersschattierungen. Denn alle Pflanzen, die hier wachsen, werden von Kindesbeinen an bis ins hohe Greisenalter Verwendung finden. Spitzwegerich ist auch in Blüte noch einmal. Das wäre schon der dritte Schnitt dann. Ne? Das werden wir dann trocknen. Trocknen und auch für den Herbst bitte noch zurückbehalten. Engelwurz bitte auch noch stehen lassen für den Herbst. Ja. Ebenso für Wurzel. Die Wurzel- und Wurzeltage. Eine der geernteten Pflanzen von heute ist der rote Sonnenhut. Charakteristisch für das Ernten nach dem Prinzip von Paracelsus ist, dass man die Ganzheitlichkeit der Pflanze und die Ganzheitlichkeit des Menschen betrachtet. Das bedeutet für uns Wurzel, Blatt und Blüte, um so Körper, Geist und Seele zu erfassen. Also immer nach dieser Dreigliedrigkeit. Wir sprechen in dieser Form von einer Metaphysik der Pflanze, aber wir sprechen auch von einer Metaphysik der Krankheit. Und es sollte sich diese beiden Bilder decken. Und dann erreicht man zum richtigen Zeitpunkt aus der Metaphysik die richtige Pflanze, aus der Tiefe heraus die Ursache und die Geschichte und die Metaphysik der Krankheit. Und wenn diese beiden Bilder sich deckungsgleich überlappen, dann hat der Mensch seinen Begleiter aus der Pflanzenwelt, aus der Phytotherapie gefunden, für eine gewisse Zeit. Das ist in erster Linie ein empirisches Wissen, wonach wir uns orientieren. Und das ist die Eigenerfahrung der letzten 20, 25 Jahre, dass eben Pflanzen gewissen Verläufen von den Planeten zugeordnet werden, dass die Pflanzen gewissen Organen und Körperfunktionen zugeordnet werden, aber in sich auch wieder aus diesem alten Wissen heraus Organe, Organfunktionen wieder Planeten zugeordnet werden. Und hier deckt sich Pflanze, Mensch und Gestirn. Für Paracelsus und seine Nachfolger war es ganz selbstverständlich, Planetenkonstellationen und deren Analogien zum menschlichen Körper in ihre Heilkunst mit einzubeziehen. Astromedizin war bis zum Jahre 1886 universitärer Unterrichtsgegenstand für jeden angehenden Mediziner. Astrologische Berechnungen wurden zur Diagnose und Behandlung eingesetzt. Auch das wird heute wiederentdeckt. Die Astromedizin und die Betrachtung der Planeten ist sowohl wichtig für die Ernte selbst, aber auch in den Mondphasen selbst zu betrachten, in welchem Tierkreis befindet sich der Mond. Und wir machen seit 25 Jahren ein Grundradix über jede Pflanze, weil jede Pflanze auch eine Thematik für jedes Jahr mitbringt. Und jeder Patient bringt mit seiner Krankheit auch eine Thematik mit. Und hier kann man, wenn man die Möglichkeiten hat, die beiden Themen vergleichen und so auch die richtige Pflanze zu jedem Thema einer Krankheit herausfinden. Paracelsus war ein Renaissance-Mensch an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. In ihm trafen zwei Weltbilder aufeinander, die einander ergänzten. Gottgläubigkeit und Astrologie auf der einen Seite, Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis auf der anderen Seite. Das große Thema heutzutage ist, dass wir eben sehr verwissenschaftlicht sind und wir glauben eher an das, was wir genau analysieren können und was man ganz genau statistisch darstellen kann. In der Zeit, in der Paracelsus gelebt hat, war die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die Verbindung zwischen unsichtbaren und sichtbaren Welten Tatsache. Und deshalb glaube ich, dass die Renaissance und das wirkliche Bewusstsein des paracelsischen Gedankens nicht so wirklich greift, sondern dass es da schon noch einiges an Weg hinter uns zu bringen gilt. Die wissenschaftliche Revolution des 19. Jahrhunderts hat, gerade auch in der Medizin, vieles in Vergessenheit geraten lassen, was bis dahin selbstverständlich angewendet wurde. Und dabei vielleicht den Menschen als Ganzes aus dem Blick verloren. Ich versuche mich auch in Situationen von Patienten
hineinzuversetzen, versuche das ganze Umfeld irgendwie zu erfassen. Weil nur indem ich das Umfeld und die Gefühlslage eines Patienten verstehen kann, kann ich ihm A, die richtigen Fragen stellen und kann ich ihm überhaupt einen Weg zeigen, wie er aus einer gewissen eingefrorenen oder verfestigten Situation herauskommt. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass viele Menschen sich einfach ein Umfeld schaffen und daran erkranken. Zum Beispiel ein Beispiel aus der unmittelbaren vergangenen Praxis, eine Patientin, die kam in einem Burnout, kam mit Schlafstörungen, kam mit Erschöpfungszuständen und ziemlich verzweifelt. Dieser Chef hat ihr die Freude am Arbeiten genommen oder sie hat sie sich nehmen lassen und der Körper hat reagiert mit verschiedensten Beschwerden. Das heißt, ihr Mikrokosmos hat mit Beschwerden reagiert, die aber im Makrokosmos zu suchen sind, zum Beispiel eben in einer unangenehmen Arbeitssituation. Es gibt eigentlich nichts, was auf den Menschen keinen Einfluss hat. Der Mensch steht in der Mitte des Kosmos. Er nimmt ja auch über seine Haare und über seine Haut und über seine Poren die Informationen aus dem Universum auf. Und gleichzeitig steht er mit seinen Füßen auf der Erde und zieht über die Füße die Erdenergie in seinen Körper. Und so steht er eigentlich, ist ein Wesen, das wirklich zwischen Himmel und Erde lebt. Wenn man Pflanzen beobachtet, wie sie werden und wie sie vergehen, dann ist das eigentlich ein hochspiritueller Prozess. Für mich ist das einfach eine sehr schöne Metapher dafür, dass wir A, mit den Gestirnen verbunden sind, B, dass es immer einen richtigen Zeitpunkt gibt, zu dem etwas getan werden muss und C, dass es einfach ein ewiger Rhythmus des Werdens und Kommens und Gehens ist, dass man eigentlich keine Angst haben braucht, wenn die Zeit abgelaufen ist, weil wir einfach an der Natur lernen können, es gibt wieder einen Zeitpunkt des Blühens. Und damit entsteht einfach unglaublich viel Sicherheit. Paracelsus hinterließ ein umfangreiches schriftliches Werk. Und im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen schrieb er auf Deutsch. Denn unter allen Menschen der Natur ist der Arzt der höchste Erkenner und Lehrer. Danach ein Helfer der Kranken. Die größte Motivation für meinen Arbeitsalltag ist, dass die Patienten zufrieden sind und dass die Patienten gesund werden und dass man unter Anführungszeichen Erfolg hat. Das ist für mich die größte Motivation. Und wenn ein Patient dankbar und glücklich bei der Tür hinausgeht, dann weiß ich, ich bin am richtigen Weg. Ganz besonders liegt mir am Herzen zu vermitteln, dass der Beruf des Arztes von innen kommen muss, eigentlich von Herzen kommen muss. Mit ein Herz wollten wir unsere Ideen und unsere Träume in die Welt stellen. Und haben gesagt, es reicht nicht nur, sich aufzuregen und zu sagen, das passt uns nicht und das sollte man ändern und immer alles auf das System schieben, sondern wir sind im Endeffekt das System, wir sind Teil des Systems und wir sind alle Teil des Gesundheitswesens. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir uns ändern und wenn wir andere Dinge leben, dann wird das automatisch sich auch auf das Gesundheitswesen auswirken, von dem wir ja alle Teil sind. Ja, der Paracelsus ist ein Leitsatz mit seiner Liebe, wobei unter Liebe ich jetzt nicht unbedingt die Liebe versteht, dass man sich da und umarmt, sondern die Liebe ist ganz einfach dem Patienten das Gefühl geben, dass er eine Unterstützung hat, dass er nicht alleine ist, dass er jederzeit einen Ansprechpartner hat, dass der Patient geführt wird. Das vermittelt für mich eigentlich die Liebe im Sinne des Paracelsus-Denkens. Sein Wissen, das er durch Erfahrung und nicht aus Büchern erworben hatte, formulierte Paracelsus in der sogenannten Signaturenlehre, das heißt, die Zeichen der Natur richtig lesen und Analogie zum menschlichen Körper herstellen. Was ich sehr spannend finde, ist, dass Paracelsus auch die Signaturenlehre geprägt hat, wo er einfach sagt, dass wenn eine Pflanze eine bestimmte Wuchsform hat, man ablesen kann, wofür man sie einsetzt. Und aus meiner Beobachtung liegt Heilung darin, dass ich mich mit dem Wesen, das eine Pflanze aufgeschlossen hat oder beinhaltet, einlasse auf diese subtilen Qualitäten und dass dieses subtile Einlassen dann in mir einfach schon eine Heilung verursachen kann. Die Zeichen der Natur lesen. In der alchemistischen Tradition muss man ein Rätsel lösen, um auf die richtige Interpretation der Zeichen einer Pflanze zu kommen. Es gibt eine Königin, die hat 5 Brüder. 2 Brüder haben einen Vollbart, 2 Brüder haben keinen Bart. Und ein Bruder hat den Bart nur auf einer Seite. Was ist die Königin? Was sind die Brüder? Warum ist es so? Ich weiß es nicht. Die Rose ist die Königin. Das sind die 5 Brüder.
bartlos, bartlos, zwei mit Vollbart, Bart auf beiden Seiten und hier der Bart nur auf einer Seite. Ja, genau. Und warum ist das so? Die Idee in der Natur, die Idee, die Quintessenz zur Rose, ist, dass die Rose so hoch wächst. Wie oben, so unten ist der hermetische Leitsatz, ist die Grundlage der paracelsischen Naturbetrachtung. Was im Makrokosmos sich abspielt, in den Bewegungen der Planeten, genau dasselbe drückt sich aus in den Formen der Natur. Die Rose ist eine der wenigen Pflanzen, in der Mars- und Venuskraft fast harmonisch vereint ist. Nur die Marskraft ist zurückgestaut, die ist im Stiel. Der Stiel der Pflanzen, das ist die Ioskraft, die Wirkraft, die Vitalität, die ist ohnehin martial. Das ist eine feurige Kraft in der Natur. Ja. Und hier sieht man noch den Mars in Form des Dorns ausgedrückt. Aha. Auch ein bisschen rötlich. Ne? Ja. Da ist nur mehr Venus dann vorherrschend. Die Signaturlehre ist eine alte Heilpflanzenerkenntnismethode. Und zwar ist man davon ausgegangen, dass alles, was in der Natur auftritt, nicht zufällig ist, sondern eben einen Hinweis darauf gibt, was dahinter steckt. Also gewissermaßen, dass es eine Signatur dafür gibt, für die Geistigkeit, die in der Natur lebt. Also hat Paracelsus und so haben die Alchemisten eben die Natur aufgefasst. Gewissermaßen wie eine geheime Schrift eines universellen Wissens. Als ein Beispiel möchte ich also hier eine Herzheilpflanze bringen. Und zwar ist das die Digitalis, der Fingerhut. In dem Fall ist es der gelbe Fingerhut. Die Digitalis, die ist also seit dem 16. Jahrhundert in Verwendung als Herzheilmittel und lebt ja auch bis in die heutige Zeit in einigen Herzmedikamenten weiter. Die zeigt durch ihren rhythmischen Aufbau, durch diese unglaublich schöne, rhythmische, klare Gliederung, dass sie eine Pflanze ist, die eben für das rhythmische System des Menschen eben eine Heilwirkung bringen kann. Aber wie gewinnt man in der Tradition des Paracelsus die Wirkstoffe einer Pflanze und macht sie zu einem konkreten Arzneimittel? Dazu wird die Heilpflanze einem sogenannten spagyrisch-alchemistischen Prozess unterzogen. Durch Destillation gewinnt man die heilbringende Wirkung. Die traditionelle europäische Medizin erweckt dieses alte Wissen wieder zum Leben. Die Spagyrik selbst ist ein Teilbereich der alten Alchemie und des Herstellungsprozesses. Die Spagyrik arbeitet mit dem Stirb- und Werdeprozess und aus diesem Prozess heraus etwas Neues entstehen zu lassen. In der Form, dass sie ausschließlich auf die feinstofflichen Strukturen Rücksicht nimmt und hier diese Veränderung im Menschen zu bewirken. Es wird hier das Lebensprinzip und somit das göttliche Prinzip nachgearbeitet. Jeder von uns hat in jeder Sekunde seines Lebens die Möglichkeit, sich zu verändern und oder aufs Neue zu beginnen. Alles, was hier aus diesen Pflanzen hochsteigt und nicht lauter ist, haftet sich an diesem Ausdehnungsgefäß an und fließt wieder zurück und somit aufs Neue wieder zu beginnen, aufzusteigen. Und wer diesen Reinigungsprozess durchläuft, wird hier einer sogenannten Kolonne unterzogen, die unsere Prüfungen und Schicksalsschläge repräsentiert. Man reibt sich aneinander und mit jeder Reibung entsteht Reinigung, lauter zu werden. Und wer diesen Prozess passiert, ist gereinigt und somit lauter. Wird gekühlt und fällt dann, wie man es hier sieht, in gereinigter Form tropfenweise in dieses Auffanggefäß. Das ist ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Man arbeitet das Leben oder auch Lebenszyklen nach, die wieder unterschiedliche Längen und Intervalle haben. Was man persönlich mit dieser Arbeit wirklich lernen muss, ist Geduld zu haben, Zeit zu haben, Muße zu haben und in gewissen Situationen sich zurückzulehnen und es sein zu lassen. Es ist und es braucht seine Zeit. Pazienza, Geduld. Zeit und Geduld, beides hat in modernen Produktionsprozessen keinen Platz. Aber im Heilmittellabor in Velden laufen die Uhren eben noch anders. Jeder, der in dieser Form arbeitet, ist hier präsent. Mit seinem Wirken, mit seinem Herz, mit seiner Seele, mit seiner persönlichen Entwicklung. In Europa ist viel vom traditionellen Wissen über Heilpflanzen und Heilpraktiken verloren gegangen.
Alchemisten und Kräuterweiber, sogenannte Hexen und Hexer, wurden bis in die Neuzeit hinein verfolgt. Seit dem Aufkommen der fernöstlichen Medizin in Europa besinnt man sich aber wieder auf die eigenen Heilungstraditionen. Die Linzer Apothekerin Gerlinde Eigelsdorfer entschied sich vor einigen Jahren, ihre Universitätsausbildung, um das ganzheitliche pharmazeutische Wissen des Paracelsus zu erweitern. Mich faszinieren alle Dinge, die mit der Natur zu tun haben. Alle Dinge, wo man Krankheiten, Beschwerden ganzheitlich behandelt. Das heißt, wir haben eigentlich durch die Natur sehr, sehr viele Werkzeuge vor uns. Man muss eigentlich nur das Wissen bekommen und den richtigen Blick, das richtige Werkzeug zu finden. Und da fällt eben unter anderem die traditionelle europäische Medizin hinein. Und Paracelsus sagt ja, dass es für jedes Leiden oder gegen jede Krankheit Kräuter gibt, und zwar genau dort, wo die Beschwerden auftreten. Das heißt, ich muss nicht ausweichen auf die chinesische Medizin, weil es gibt auch in unserem Umfeld das passende Kraut. Wir bieten eben nach Paracelsus verschiedene Elixiere und Tinkturen an, die wir auf Wunsch natürlich auch verarbeiten können, für die äußerliche Anwendung, zum Beispiel für Salben, oder eben Mischungen verschiedener Tropfen zur Einnahme von bestimmten Beschwerdebildern. Also das wird ganz individuell für den Kunden dann abgestimmt. Zum Beispiel bei ein ganz aktuelles Thema, wo wir sehr gute Erfahrungen mit der traditionell europäischen Medizin gemacht haben, ist die Allergie. Die lässt sich ganz toll behandeln, und bei Behandlungen, die man über mehrere Jahre fortsetzt, merkt man deutlich, wie das Beschwerdebild jährlich weniger ausgeprägt ist. Paracelsus kommt im Pharmaziestudium eigentlich nur ganz am Rande vor. Es gibt ein paar so bekannte Zitate wie: die Dosis macht das Gift, aber ansonsten, das geht überhaupt nicht in die Tiefe. Es ist eigentlich nur persönliches Interesse und persönliche gute Erfahrungen mit dieser Medizin, die bei mir das Interesse geweckt haben, und deshalb beschäftige ich mich besonders damit. Ich bin neugierig und entdecke eigentlich jeden Tag neue Dinge, und ja, ich glaube, so hat es auch der Paracelsus gesehen, weil der hat ja auch mit seinen Schülern gearbeitet, und es ist eigentlich eine ständige Entwicklung. Ich glaube, dass die Bedeutung von Paracelsus jetzt wieder zunimmt, weil sehr, sehr viele Menschen dazu übergehen, nicht mehr Symptome zu behandeln, sondern eine ganzheitliche Behandlungsmethode wünschen. Und das ist eben genau das Prinzip von Paracelsus. Alles Wissen über die Natur und den Menschen wird seit Jahrtausenden in einer alten naturphilosophischen Schule, der Alchemie, überliefert. Peter Hochmeier aus Lembach in Oberösterreich setzt sich seit Jahrzehnten mit diesem alten Wissen auseinander. Ärzte und Apotheker kommen zu ihm, um von ihm zu lernen. Auch Gerlinde Eigelsdorfer. Paracelsus erklärt Spagyrik gleichbedeutend mit Alchemie als die Kunst vom rechten Umgang mit den Dingen der Natur. Der Mensch, die Natur, jedes Geschöpf, überall laufen dieselben alchemischen Prozesse ab. Im Körper des Menschen, in der Wiese, in den Bäumen. Die Alchemie ist direkt aus der Natur heraus gelernt auch. Die Grundlagen sind 5 Elemente, 3 Prinzipien und die Planetenkräfte. Die 3 Prinzipien, Sulfur, Merkur, Sal, werden in der Präparation der spagyrischen alchemischen Mittel geschieden und nachher wieder vereinigt. Sulfur, Merkur, Sal entspricht in etwa Sonne, Mond und Erde. Yeah. Diese 3 Prinzipien der Alchemie, Sulfur, Merkur und Sal, werden in der anthroposophischen Medizin mit dem menschlichen Körper in Beziehung gesetzt. Zur Frage eben der Beziehung des Menschen zu den Heilpflanzen möchte ich also versuchen, diese 3 Prinzipien, die eben schon Paracelsus beschrieben hat, auf die eine Seite zu stellen und dann den Bezug zur Pflanze und zum Menschen auf der anderen Seite. Das eine ist eben das Saalprinzip, also das erdzugewandte Prinzip, das Stoffprinzip könnte man auch sagen. Dem hat er polar gegenübergestellt den Sulfur, das ist das Prinzip des Flüchtigen, sich aus der Substanz löst, und dann den Merkur. Das ist das Prinzip des Ausgleichs. Und wenn man da jetzt die Pflanze dazu stellt, dann kann man sagen, einerseits hat die Pflanze ja sehr, sehr tiefgehend Wurzeln, die sie sich mit diesen kristallinen Kräften auseinandersetzt, also da Salze auch erschließt für die Pflanze. Auf der anderen Seite hat sie dann also diesen eigentlichen Pflanzenbereich, wo sie in einem Stängel sich hochrankt und dann vielfältige Blätter entwickelt,
Und schließlich wird dieses vegetative Wachstum durch die in der Blütenbildung meist beendet, wo dann die Substanzen auch wieder in eine Flüchtigkeit hineinkommen. Und demgegenüber kann man den Menschen stellen, der ja jetzt dreigegliedert sich einerseits zeigt als ein Nervensinnesmensch, also der vor allem im Kopfbereich fokussiert ist, wo die Sinnesorgane drinnen leben, wo eigentlich das Prinzip der Ruhe herrscht. Dann haben wir also den rhythmischen Menschen, in dem also durch die Atmung und durch den Kreislauf, durch den Pulsschlag, also da diese ausgleichenden Vorgänge im ganzen Menschen durchströmen. Und schließlich in unserem Stoffwechselbereich, das wäre also der dritte Pol im Menschen, wo wir also die durch die Nahrung aufgenommene Substanz dann umwandeln und zu menscheneigener Substanz bilden. Nun ist also, da ist im Stoffwechsel, es herrscht Wärme, da herrschen, wenn man so will, aromatische Prozesse. Insofern ist also der Stoffwechselbereich des Menschen sulfurisch und ist verwandt mit dem Blütenbereich der Pflanze. Und umgekehrt der Kopfbereich, der wo Ruhe ist und Kühle ist, der ist verwandt mit dem Wurzelbereich der Pflanzen, der ist saalartig, salzartig. Und eben der mittlere Bereich, der eben in dieser Atmungsbeziehung zur Pflanze lebt, der ist also merkuriell. Also hier begegnen sich in dieser Betrachtungsweise Mensch und Pflanzenreich in den Funktionsprinzipien von Saal, Sulfur und Merkur. Die Kunst, das Magyrik, Alchemie, nennt man auch Feuerkunst, ist vermutlich so alt, seit der Mensch Feuer macht in der Welt. Mhm. Immer hat man mit dem Feuer auch gekocht, hat mit dem Feuer auch die Dinge der Natur präpariert und letztendlich, wie der Paracelsus sagt, das Höchste ist die Arznei, also die haben dann natürlich auch Medizinen gemacht. Das sehen wir in allen Traditionen auf der Welt gleich. Wir sprechen in der traditionellen Kunst, in der traditionellen Heilkunst, nicht von alternativen Medizin und einer anderen. Nicht? Alle Menschen, die diese Dinge praktizieren, haben in einer Schule gelernt. Paracelsus definiert auch die Schulen. Die Schule der Natur ist die wichtigste. Ja. Wir sind also hier immer in einer Schulmedizin. Und es gibt keine Polarität, es gibt nur Heilkunst oder eben das, was nicht Heilkunst ist. Was mich auch noch interessieren würde, man spricht immer von den vier Säulen bei der Paracelsus-Medizin. Worum geht es jetzt eigentlich genau? Ja, für Paracelsus und für all die anderen Kundigen ist das alles die Kunst. Viele Dinge hängen mit dieser Kunst zusammen. Paracelsus sagt ja, der ist ein Alchemist, der aus der Natur das nimmt und den Menschen nützlich macht. Der Bauer, der Bäcker, das ist ein Alchemist. Da ist jede Kunst mit hinein verwoben, deshalb spricht man von Kunst. Mhm. Und darin sind diese vier Säulen gegründet. Die Grundlage der vier Säulen ist die Ars Signatura, die Kunst, die Zeichen zu lesen, Signaturen zu verstehen. Dann die vier Säulen, die Anatomie, die stoffliche Zusammensetzung zu wissen. Dann die Philosophie oder Tugend, den Kosmos zu verstehen, die Planetenbewegungen zu verstehen. Übergehend in die Astronomie oder Astrologie und dann die Alchemie, in der Kunst die Dinge zu bereiten. Traditionell haben wir in der abendländischen Überlieferung die alkoholischen Präparate, die Tinkturen, und natürlich Pulver, spagyrische Essenz, wo die Prinzipien getrennt werden, Sulfur, Merkur, Saal und zusammengefügt, ist schon ein höher stehendes Präparat. Mhm. Höher stehend insofern, weil es Durchdringekraft hat. Ja. Es wird die Wirkkraft erarbeitet und nicht geschaut auf den Stoff. Mhm. Ja. Und das Höchste ist dann die Quintessenz? Das Höchste ist die Quintessenz bzw. das Elixier. Mhm. Das sind die höchsten Präparate in allen Traditionen. Quintessenz heißt genau genommen, die Idee des Dinges, welches aufgeschlossen wird, möglichst herauszuarbeiten aus dem stofflichen Behälter, in dem diese Idee etwa in der Pflanze eingeschlossen ist. Paracelsus sagt, aus allen Dingen lässt sich eine Quintessenz scheiden, nur nicht aus dem Menschen, denn die ist ganz nahe bei der Seele.
Die Alchemisten haben nun diese drei Qualitäten aus den Heilmitteln jeweils gesondert herausgearbeitet, haben sie gereinigt und haben sie dann wieder zusammengeführt und haben dadurch versucht, nicht die Pflanze als solches zu verwenden, sondern die geistigen Prinzipien, die in der Pflanze wirksam sind, gesondert herauszuarbeiten, die Essenz gewissermaßen der Heilwirkung einer Pflanze herauszuarbeiten und damit zu verstärken. Also für den Alchemisten war ja der Prozess der Verwandlung nicht nur in seinem Experiment wichtig, sondern er musste sich selber verwandeln mit seinem Experiment zusammen, damit er ein vernünftiges Ergebnis erzielt. Also ganz im Gegensatz zu der heutigen Einstellung, wo man sagt, das Experiment sollte ja möglichst unabhängig vom Experimentator verlaufen können, möglichst objektiv unter Anführungszeichen, war es gerade für den Alchemisten wichtig, dass er sich selber einbezieht in das Experiment und dass er diese Läuterungsvorgänge, die er am Beispiel jetzt einer Lösung, die sich aufklärt, erlebt, eben auch darin die Aufgabe sieht, sein Seelisches aufzuklären, um eben zu der Essenz der Dinge vorzustoßen. Und ähnlich dem Alchemisten gilt dann eben auch für den Arzt, er selber muss mit seinem Heilungsversuchen wachsen, dann kann er ein guter Heiler sein. Was ist uns nütze? Der Name, der Titel, die hohe Schul. So will ich die Kunst auch haben. Die Kunst macht den Arzt, nicht der Name, noch die Schul. Was ist uns nütze, dass wir großes Ansehen und großen Pomp führen? So will die Kunst nicht können. Ich glaube, dass die Bedeutung von Paracelsus jetzt wieder zunimmt, weil sehr, sehr viele Menschen dazu übergehen, nicht mehr Symptome zu behandeln, sondern eine ganzheitliche Behandlungsmethode wünschen. Und das ist eben genau das Prinzip von Paracelsus. Alles Wissen über die Natur und den Menschen wird seit Jahrtausenden in einer alten naturphilosophischen Schule, der Alchemie, überliefert. Peter Hochmeier aus Lembach in Oberösterreich setzt sich seit Jahrzehnten mit diesem alten Wissen auseinander. Ärzte und Apotheker kommen zu ihm, um von ihm zu lernen. Auch Gerlinde Eigelsdorfer. Paracelsus erklärt Spagyrik gleichbedeutend mit Alchemie als die Kunst vom rechten Umgang mit den Dingen der Natur. Der Mensch, die Natur, jedes Geschöpf, überall laufen dieselben alchemischen Prozesse ab. Im Körper des Menschen, in der Wiese, in den Bäumen. Die Alchemie ist direkt aus der Natur heraus gelernt auch. Die Grundlagen sind 5 Elemente, 3 Prinzipien und die Planetenkräfte. Die 3 Prinzipien, Sulfur, Merkur, Sal, werden in der Präparation der spagyrischen alchemischen Mittel geschieden und nachher wieder vereinigt. Sulfur, Merkur, Sal entspricht in etwa Sonne, Mond und Erde. Yeah. Diese 3 Prinzipien der Alchemie, Sulfur, Merkur und Sal, werden in der anthroposophischen Medizin mit dem menschlichen Körper in Beziehung gesetzt. Zur Frage eben der Beziehung des Menschen zu den Heilpflanzen möchte ich also versuchen, diese 3 Prinzipien, die eben schon Paracelsus beschrieben hat, auf die eine Seite zu stellen und dann den Bezug zur Pflanze und zum Menschen auf der anderen Seite. Das eine ist eben das Saalprinzip, also das erdzugewandte Prinzip, das Stoffprinzip könnte man auch sagen. Dem hat er polar gegenübergestellt den Sulfur, das ist das Prinzip des Flüchtigen, was sich aus der Substanz löst, und dann den Merkur. Das ist das Prinzip des Ausgleichs. Und wenn man da jetzt die Pflanze dazu stellt, dann kann man sagen, einerseits hat die Pflanze ja sehr, sehr tiefgehend Wurzeln, die sie sich mit diesen kristallinen Kräften auseinandersetzt, also da Salze auch erschließt für die Pflanze. Auf der anderen Seite hat sie dann also diesen eigentlichen Pflanzenbereich, wo sie in einem Stängel sich hochrankt und dann vielfältige Blätter entwickelt. Und schließlich wird dieses vegetative Wachstum durch die in der Blütenbildung meist beendet, wo dann die Substanzen auch wieder in eine Flüchtigkeit hineinkommen. Und dem gegenüber kann man den Menschen stellen, der ja jetzt dreigegliedert sich einerseits zeigt als ein Nervensinnesmensch, also der vor allem im Kopfbereich fokussiert ist, wo die Sinnesorgane drinnen leben, wo eigentlich das Prinzip der Ruhe herrscht. Dann haben wir also den rhythmischen Menschen, in dem also in einem durch die Atmung und durch den Kreislauf, durch den Pulsschlag, also da gezogen. Also wenn man nach dem paracelsischen Gedankengut geht, befindet sich hier der gesamte Organismus des Menschen.
in allen Zügen, in allen Facetten, in allen Lebenslagen und in allen Altersschattierungen. Denn alle Pflanzen, die hier wachsen, werden von Kindesbeinen an bis ins hohe Greisenalter Verwendung finden. Spitzwegerich ist auch in Blüte noch einmal, das wäre schon der dritte Schnitt dann. Ne? Das werden wir dann trocknen, und auch für den Herbst bitte noch zurückbehalten. Engelwurz bitte auch noch stehen lassen für den Herbst, ebenso für Wurzel. Die Wurzel- und Wurzeltage. Eine der geernteten Pflanzen von heute ist der rote Sonnenhut. Charakteristisch für das Ernten nach dem Prinzip von Paracelsus ist, dass man die Ganzheitlichkeit der Pflanze und die Ganzheitlichkeit des Menschen betrachtet. Das bedeutet für uns Wurzel, Blatt und Blüte, um so Körper, Geist und Seele zu erfassen. Also immer nach dieser Dreigliedrigkeit. Wir sprechen in dieser Form von einer Metaphysik der Pflanze, aber wir sprechen auch von einer Metaphysik der Krankheit. Und es sollte sich diese beiden Bilder decken. Und dann erreicht man zum richtigen Zeitpunkt aus der Metaphysik die richtige Pflanze, aus der Tiefe heraus die Ursache und die Geschichte und die Metaphysik der Krankheit. Und wenn diese beiden Bilder sich deckungsgleich überlappen, dann hat der Mensch seinen Begleiter aus der Pflanzenwelt, aus der Phytotherapie gefunden. Für eine gewisse Zeit. Das ist in erster Linie ein empirisches Wissen, wonach wir uns orientieren, und das ist die Eigenerfahrung der letzten 20, 25 Jahre, dass eben Pflanzen gewissen Verläufen von den Planeten zugeordnet werden, dass die Pflanzen gewissen Organen und Körperfunktionen zugeordnet werden, aber in sich auch wieder aus diesem alten Wissen heraus Organe, Organfunktionen wieder Planeten zugeordnet werden. Und hier deckt sich Pflanze, Mensch und Gestirn. Für Paracelsus und seine Nachfolger war es ganz selbstverständlich, Planetenkonstellationen und deren Analogien zum menschlichen Körper in ihre Heilkunst mit einzubeziehen. Astromedizin war bis zum Jahre 1886 universitärer Unterrichtsgegenstand für jeden angehenden Mediziner. Astrologische Berechnungen wurden zur Diagnose und Behandlung eingesetzt. Auch das wird heute wiederentdeckt. Die Astromedizin und die Betrachtung der Planeten ist sowohl wichtig für die Ernte selbst, aber auch in den Mondphasen selbst zu betrachten, in welchem Tierkreis befindet sich der Mond. Und wir machen seit 25 Jahren ein Grundradix über jede Pflanze, weil jede Pflanze auch eine Thematik für jedes Jahr mitbringt. Und jeder Patient ist der rechte Umgang mit den Dingen der Natur. Paracelsus sagt, aus allen Dingen lässt sich eine Quintessenz scheiden, nur nicht aus dem Menschen. Denn die ist ganz nahe bei der Seele. Der Mensch ist des Menschen Medizin. So dachte und handelte der Arzt und Gelehrte Paracelsus. Seine Lehren, in denen die Natur eine bedeutende Rolle spielt, erleben heute eine Renaissance. Kräuterheilkunde war mir schon als Jugendliche vertraut, habe Kräuter gesammelt und wusste, dass ich Naturheilmedizin bezogene Art und Weise ausüben werde. Wusste zu diesem Zeitpunkt noch nicht, dass die sogenannte klassische Schulmedizin einen etwas anderen Zugang pflegt. Es scheint, als hätte die heute praktizierte Schulmedizin den Blick auf das Ganze des Menschen verloren. Für den Internisten und Anthroposophen Thomas Meisermann ist das Lernen von und aus der Natur ein wichtiger Bestandteil seines Berufes. Wirklich Arzt sein, das lernt man nicht aus der Theorie heraus, sondern das lernt man mit einer praktischen Anschauung der Welt und des Menschen. Und diesen Schritt, ergänzend natürlich zu den herkömmlichen universitären und Krankenhausausbildungen, diesen Schritt, den muss man gehen, wenn man heute ganzes Mediziner sein will. Nämlich wirklich auch die Natur beobachten, Naturprozesse beobachten, mit einem verfeinerten Sinn und auf der anderen Seite auch den Patienten beobachten. Also das, was ich grundsätzlich bejahen kann, ist, dass sicherlich die Phänomene der Welt sprechende Zeichen sind für dahintersteckende Wirkkräfte. Dahingehend sind wir auch in einer gewissen Nachfolge von Paracelsus und verstehen die anthroposophische Therapierichtung auch als eine weitergehen des Weges, den Paracelsus begonnen hat. Warum sind überhaupt Pflanzen Heilmittel oder warum sind andere Dinge aus der Natur, zum Beispiel Mineralien, Heilmittel für menschliche Erkrankungen?
Und da hat Paracelsus ja diesen Blick gehabt, dass eigentlich der Mensch ein zusammengefasster Makrokosmos ist. Der Mensch ist als Wesen eine Art Mikrokosmos, der die gesamte Welt und inklusive also der astronomischen Welt in sich zusammenfasst. Und die Welt da draußen, das ist eben der Makrokosmos. Das Höchste, das wir Ärzte an uns haben, ist die Kunst. Nachfolgend, das dem gleich ist, ist die Liebe. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Helfen aber, Nutz sein, ist des Herzens Amt. Im Herzen wächst der Arzt. Nach diesen Grundsätzen des Paracelsus übt eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten am Kaiser-Franz-Joseph-Spital in Wien ihren Beruf aus. Also das erste Mal, wo ich mit Paracelsus richtig in Berührung gekommen bin, war am Anfang meines Studiums. Nicht so wirklich greift, sondern dass es da schon noch einiges an Weg hinter uns zu bringen gilt. Die wissenschaftliche Revolution des 19. Jahrhunderts hat, gerade auch in der Medizin, vieles in Vergessenheit geraten lassen, was bis dahin selbstverständlich angewendet wurde. Und dabei vielleicht den Menschen als Ganzes aus dem Blick verloren. Ich versuche mich auch in Situationen von Patienten hineinzuversetzen, versuche das ganze Umfeld irgendwie zu erfassen. Weil nur indem ich das Umfeld und die Gefühlslage eines Patienten verstehen kann, kann ich ihm A, die richtigen Fragen stellen und kann ich ihm überhaupt einen Weg zeigen, wie er aus einer gewissen eingefrorenen oder verfestigten Situation herauskommt. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass viele Menschen sich einfach ein Umfeld schaffen und daran erkranken. Zum Beispiel ein Beispiel aus der unmittelbaren vergangenen Praxis, eine Patientin, die kam in einem Burnout, kam mit Schlafstörungen, kam mit Erschöpfungszuständen und ziemlich verzweifelt. Dieser Chef hat ihr die Freude am Arbeiten genommen oder sie hat sie sich nehmen lassen und der Körper hat reagiert mit verschiedensten Beschwerden. Das heißt, ihr Mikrokosmos hat mit Beschwerden reagiert, die aber im Makrokosmos zu suchen sind, zum Beispiel eben in einer unangenehmen Arbeitssituation. Es gibt eigentlich nichts, was auf den Menschen keinen Einfluss hat. Der Mensch steht in der Mitte des Kosmos. Er nimmt ja auch über seine Haare und über seine Haut und über seine Poren die Informationen aus dem Universum auf. Und gleichzeitig steht er mit seinen Füßen auf der Erde und zieht über die Füße die Erdenergie in seinen Körper. Und so steht er eigentlich, ist ein Wesen, das wirklich zwischen Himmel und Erde lebt. Wenn man Pflanzen beobachtet, wie sie werden und wie sie vergehen, dann ist das eigentlich ein hochspiritueller Prozess. Für mich ist das einfach eine sehr schöne Metapher dafür, dass wir a. mit den Gestirnen verbunden sind, b. dass es immer einen richtigen Zeitpunkt gibt, zu dem etwas getan werden muss und c. dass es einfach ein ewiger Rhythmus des Werdens und Kommens und Gehens ist, dass man eigentlich keine Angst haben braucht, wenn die Zeit abgelaufen ist, weil wir einfach an der Natur lernen können, es gibt wieder einen Zeitpunkt des Blühens. Und damit entsteht einfach unglaublich viel Sicherheit. Paracelsus hinterließ ein umfangreiches schriftliches Werk. Und im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen schrieb er auf Deutsch. Denn unter allen Menschen der Natur ist der Arzt der höchste Erkenner und Lehrer. Danach? Wir auch in einer gewissen Nachfolge von Paracelsus und verstehen die anthroposophische Therapierichtung auch als eine weitergehendes Weges, den Paracelsus begonnen hat. Warum sind überhaupt Pflanzen Heilmittel oder warum sind andere Dinge aus der Natur, zum Beispiel Mineralien, Heilmittel für menschliche Erkrankungen? Und da hat Paracelsus ja diesen Blick gehabt, dass eigentlich der Mensch ein zusammengefasster Makrokosmos ist. Der Mensch ist als Wesen eine Art Mikrokosmos, der die gesamte Welt und inklusive also der astronomischen Welt in sich zusammenfasst. Und die Welt da draußen, das ist eben der Makrokosmos. Das Höchste, das wir Ärzte an uns haben, ist die Kunst. Nachfolgend, das dem gleich ist, ist die Liebe. Der höchste Grund der Arznei ist die Liebe. Helfen aber, Nutz sein, ist des Herzens Amt. Im Herzen wächst der Arzt. Nach diesen Grundsätzen des Paracelsus übt eine Gruppe von Ärztinnen und Ärzten am Kaiser-Franz-Joseph-Spital in Wien ihren Beruf aus.
Also das erste Mal, wo ich mit Paracelsus richtig in Berührung gekommen bin, war am Anfang eines Studiums. Ich bin nur auf seinen Leitsatz gestoßen. Und der hat mich so fasziniert im Sinne, dass so quasi der höchste Grad der Arznei die Liebe ist und dass die mehr oder weniger im Arzt innewohnt und ohne Liebe gibt es keine Ärzte. Und der Leitspruch ist eigentlich mein Leitspruch geworden, nach wie vor. Und ich versuche die ärztliche Tätigkeit eigentlich auch danach zu leben. Auch ein Grund, warum die Primaria die Gruppe Ein Herz, gegründet von jungen Medizinern, eingeladen hat, in ihrer Abteilung mit den Patienten zu arbeiten. Die Medizin, von der ich träume, oder wahrscheinlich auch viele meiner Freunde bei Einherz träumen, ist eine Medizin, die den Teamgeist fördert untereinander, eine Medizin des Miteinanders, eine Medizin der menschlichen Begegnungen, die auch Nähe zulassen kann, wenn es möglich ist, und eine Medizin, die die Freude und die Begeisterung, dieses Prickeln am Dienen für die Menschen entdeckt und einfach mit Herz Ärztin oder Arzt oder Pflegerin, Pfleger, wie auch immer, für die Menschen da zu sein. Also Paracelsus ist für mich persönlich eigentlich eine vorbildliche Arztgestalt. Er war ein sehr mutiger Arzt, er war ein sehr ungewöhnlicher, unkonventioneller Arzt und er war stets ein forschender Geist. Und er hat also sich mit dem Traditionellen seiner damaligen Zeit überworfen und hat eben die Forderung aufgestellt und auch für sich selber erfüllen können, dass er eben zu einem vertieften Menschen- und Naturverständnis vorgedrungen ist. Und aufgrund dieser Fähigkeiten auch war er wirklich ein begnadeter Heiler und hat also da sehr große Erfolge bei Patienten erzielt in einer Zeit, wo also die Erfolge noch nicht so gut gesät waren in der Medizin. Ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas wurde 1493 in Einsiedeln in der Schweiz Theophrastus von Hohromedizin, war bis zum Jahre 1886 universitärer Unterrichtsgegenstand für jeden angehenden Mediziner. Astrologische Berechnungen wurden zur Diagnose und Behandlung eingesetzt. Auch das wird heute wieder entdeckt. Die Astromedizin und die Betrachtung der Planeten ist sowohl wichtig für die Ernte selbst, aber auch in den Mondphasen selbst zu betrachten, in welchem Tierkreis befindet sich der Mond. Und wir machen seit 25 Jahren ein Grundradix über jede Pflanze, weil jede Pflanze auch eine Thematik für jedes Jahr mitbringt. Und jeder Patient bringt mit seiner Krankheit auch eine Thematik mit. Und hier kann man, wenn man die Möglichkeiten hat, die beiden Themen vergleichen und so auch die richtige Pflanze zu jedem Thema einer Krankheit herausfinden. Paracelsus war ein Renaissance-Mensch an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. In ihm trafen zwei Weltbilder aufeinander, die einander ergänzten. Gottgläubigkeit und Astrologie auf der einen Seite, Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis auf der anderen Seite. Das große Thema heutzutage ist, dass wir eben sehr verwissenschaftlich sind und wir glauben eher an das, was wir genau analysieren können und was man ganz genau statistisch darstellen kann. In der Zeit, in der Paracelsus gelebt hat, war die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die Verbindung zwischen unsichtbaren und sichtbaren Welten Tatsache. Und deshalb glaube ich, dass die Renaissance und das wirkliche Bewusstsein des paracelsischen Gedankens nicht so wirklich greift, sondern dass es da schon noch einiges an Weg hinter uns zu bringen gilt. Die wissenschaftliche Revolution des 19. Jahrhunderts hat, gerade auch in der Medizin, vieles in Vergessenheit geraten lassen, was bis dahin selbstverständlich angewendet wurde. Und dabei vielleicht den Menschen als Ganzes aus dem Blick verloren. Ich versuche mich auch in Situationen von Patienten hineinzuversetzen, versuche das ganze Umfeld irgendwie zu erfassen. Weil nur indem ich das Umfeld und die Gefühlslage eines Patienten verstehen kann, kann ich ihm A, die richtigen Fragen stellen und kann ich ihm überhaupt einen Weg zeigen, wie er aus einer gewissen eingefrorenen oder verfestigten Situation herauskommt. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass viele Menschen sich einfach ein Umfeld schaffen und daran erkranken. Zum Beispiel ein Beispiel aus der unmittelbaren vergangenen Praxis, eine Patientin, die kam in einem Burnout, kam mit Schlafstörungen, kam mit Erschöpfungszuständen und ziemlich verzweifelt. Dieser Chef hat ihr die Freude am Arbeiten genommen oder sie hat sie sich nehmen lassen und der Körper hat reagiert mit verschiedensten Beschwerden. Das heißt, ihr Mikrokosmos hat mit Beschwerden reagiert, die aber im Makrokosmos zu suchen sind, zum Beispiel eben in einer unangenehmen Arbeitssituation. Es gibt eigentlich nichts, was auch den Mensch jedes Jahr mitbringt. Und jeder Patient bringt mit seiner Krankheit auch eine Thematik mit.
Und hier kann man, wenn man die Möglichkeiten hat, die beiden Themen vergleichen und so auch die richtige Pflanze zu jedem Thema einer Krankheit herausfinden. Paracelsus war ein Renaissance-Mensch an der Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit. In ihm trafen zwei Weltbilder aufeinander, die einander ergänzten. Gottgläubigkeit und Astrologie auf der einen Seite, Suche nach wissenschaftlicher Erkenntnis auf der anderen Seite. Das große Thema heutzutage ist, dass wir eben sehr verwissenschaftlich sind und wir glauben eher an das, was wir genau analysieren können und was man ganz genau statistisch darstellen kann. In der Zeit, in der Paracelsus gelebt hat, war die Verbindung zwischen Himmel und Erde, die Verbindung zwischen unsichtbaren und sichtbaren Welten Tatsache. Und deshalb glaube ich, dass die Renaissance und das wirkliche Bewusstsein des paracelsischen Gedankens nicht so wirklich greift, sondern dass es da schon noch einiges an Weg hinter uns zu bringen gilt. Die wissenschaftliche Revolution des 19. Jahrhunderts hat, gerade auch in der Medizin, vieles in Vergessenheit geraten lassen, was bis dahin selbstverständlich angewendet wurde. Und dabei vielleicht den Menschen als Ganzes aus dem Blick verloren. Ich versuche mich auch in Situationen von Patienten hineinzuversetzen, versuche das ganze Umfeld irgendwie zu erfassen. Weil nur indem ich das Umfeld und die Gefühlslage eines Patienten verstehen kann, kann ich ihm A, die richtigen Fragen stellen und kann ich ihm überhaupt einen Weg zeigen, wie er aus einer gewissen eingefrorenen oder verfestigten Situation herauskommt. Meiner Beobachtung nach ist es so, dass viele Menschen sich einfach ein Umfeld schaffen und daran erkranken. Zum Beispiel ein Beispiel aus der unmittelbaren vergangenen Praxis, eine Patientin, die kam in einem Burnout, kam mit Schlafstörungen, kam mit Erschöpfungszuständen und ziemlich verzweifelt. Dieser Chef hatte die Freude am Arbeiten genommen oder sie hat sie sich nehmen lassen und der Körper hat reagiert mit verschiedensten Beschwerden. Das heißt, ihr Mikrokosmos hat mit Beschwerden reagiert, die aber im Makrokosmos zu suchen sind, zum Beispiel eben in einer unangenehmen Arbeitssituation. Es gibt eigentlich nichts, was auf den Menschen keinen Einfluss hat. Der Mensch steht in der Mitte des Kosmos. Er nimmt ja auch über seine Haare und über seine Haut und über seine Poren die Informationen aus dem Universum auf. Und gleichzeitig steht er mit seinen Füßen auf der Erde und zieht über die Füße die Erdenergie in seinen Körper. Und so steht er eigentlich, ist ein Wesen, das wirklich zwischen Himmel und Erde lebt. Und eine Medizin, die Freude und die Begeisterung, dieses Prickeln am Dienen für den Menschen entdeckt und einfach mit Herz Ärztin oder Arzt oder Pflegerin, Pfleger, wie auch immer, für die Menschen da zu sein. Also Paracelsus ist für mich persönlich eigentlich eine vorbildliche Arztgestalt. Er war ein sehr mutiger Arzt, er war ein sehr ungewöhnlicher, unkonventioneller Arzt. Und er war stets ein forschender Geist. Und er hat also sich mit dem Traditionellen seiner damaligen Zeit überworfen und hat eben die Forderung aufgestellt und auch für sich selber erfüllen können, dass er eben zu einem vertieften Menschen- und Naturverständnis vorgedrungen ist. Und aufgrund dieser Fähigkeiten auch war er wirklich ein begnadeter Heiler und hat also da sehr große Erfolge bei Patienten erzielt in einer Zeit, wo also die Erfolge noch nicht so gut gesät waren in der Medizin. Ein Jahr nach der Entdeckung Amerikas wurde 1493 in Einsiedeln in der Schweiz Theophrastus von Hohenheim geboren. Unter dem Namen Paracelsus erlangte er Weltruhm. 1541 starb er in Salzburg. Ja, ist das Urbild eines modernen Menschen, der von einem inneren Suchdrang, von einem inneren Forscherdrang beseelt ist und der dazu auch bereit ist, ungewöhnliche Wege zu gehen. Paracelsus galt als einer der umfassend gebildetsten Gelehrten seiner Zeit. Seine legendären Heilungserfolge brachten ihm die erbitterte Gegenschaft von Ärzten und Apothekern ein. Auf jeden Fall war das große Anliegen von Paracelsus und eben auch das große Anliegen der anthroposophischen Medizin ist nach wie vor, dass man den Menschen ganz ins Zentrum stellt. Und gerade dadurch, dass wir eben den Menschen auch als eine gewissermaßen Zusammenfassung der Evolution begreifen,
haben wir einen ganz anderen ehrfurchtsvollen Zugang zum Menschen. Und Paracelsus selber hat den Mut gehabt, gegen ein schon über 1000 Jahre tradiertes Medizinsystem sich aufzulehnen und zu sagen, nein, man muss eben selber Wege gehen, um ein guter Arzt zu werden. Es genügt nicht, wenn man eben Hippokrates studiert oder wenn man Celsus studiert. Man muss selber eben Erfahrungen machen, man muss sich selber vertraut machen mit den Dingen, man muss forschender sein. Im Garten von Petra Zitzenbacher lernen Patienten heimische Heilpflanzen kennen. In ihrem Naturheilzentrum in Wien bietet die Allgemeinmedizinerin ganzheitliche Heilungsmethoden an. An und für sich ist der Körper genau der Spezialist. Der Körper weiß ganz genau, was er braucht. Und die Menschen haben einfach verlernt, diese Zeichen zu hören, wahrzunehmen und zu fühlen. Das Wichtige ist auch, dass man bei Heilpflanzen darauf achtet, dass man sie nicht ständig verwendet, weil sonst die Wirkung einfach nachlässt. Und es wäre auch gut, ein Gefühl dafür zu entwickeln oder einfach nach dem eigenen Gespür zu arbeiten und die Pflanzen nach Gespür und nach Bedarf dann zu suchen und zu verwenden. Mhm.